Was wäre, wenn? Das wollen wir jetzt herausfinden. Wir möchten die Spieler noch ein bisschen besser kennenlernen, abseits des Platzes, und haben uns eine Fragerunde und Rubrik überlegt mit Überleg mal. Überleg mal, welche Fähigkeit hättest du gerne? Also als Fußballer wäre ich gern schneller. sonst... Sonst im normalen Leben, welche Fähigkeit, fällt mir jetzt eigentlich nicht so viel ein. Ist doch gut, dann bist du wunschlos glücklich, so fast, ja. Könnte man sagen. Ich würde gerne fliegen. Okay. Ja. Passt auch vielleicht so ein bisschen mit dem Adler, irgendwie finde ich so... König der Lüfte zu sein, finde ich, also stelle ich mir irgendwie cool vor. Mehr Elfmeter halten. Fähigkeit. Ja, ich würde gerne zaubern können. Bestimmten Grund dafür? Ja, nee, also so im normalen Alltag, ja, wer wünscht das nicht, ne, dass er mal irgendwas herzaubern kann, wegzaubern kann, wäre, glaube ich, eine gute Fähigkeit. Fliegen. Überleg mal, welche Fähigkeit hättest du gerne? Klingt ein bisschen abgedroschen, fliegen zu können, aber das wäre so ein bisschen eine Träumerei als Kind, aber... Fände ich auch interessant. Finde ich eine gute Fähigkeit, nebenbei. Ist drin, im Kasten. Teleportieren, glaube ich. Teleportieren? Boah, dann müsste man sich einfach nicht bewegen, sondern könnte sich immer überall hin teleportieren und wäre einfach keine Zeitverschwendung auf Autobahnen, keine Menschen, die einen aufregen, weil die alle nicht fahren können oder so, sondern man ist einfach da. Das wäre super. Schnell sein. Weil du es nicht wisst. So sieht's aus. tatsächlich würde ich gerne irgendwie fliegen, um mich dann schnellstmöglich irgendwo von Ort zu Ort zu bewegen. Ja, ich glaube, das ist die beste Möglichkeit, viel von der Welt zu sehen. Deswegen fliegen. Boah. Ich glaube, hell sehen. Ja. Welche Fähigkeit hätte ich gerne? Ich hätte gerne einen besseren Orientierungssinn. Jetzt nicht auf dem Platz, aber generell so, wenn ich irgendwo hinfahre, weiß ich nie, wo es ist. Unsichtbarkeit. Doch nicht. Schnelligkeit, also maximale Geschwindigkeit. Bist du etwa nicht schnell genug? Nur nicht ganz. Der schnellste, was ist Thomas? Ist er der schnellste in der Mannschaft? Ich glaube, er ist einer der schnellsten Spieler der Liga. Ja, deswegen. Gibt es eine kmh-Zahl, also gibt es eine Messung oder so? Ja, das Problem ist, wenn man so einen Sprint ist, macht man startet dann ja auch so ein Stehen. Fußball startet. Ja, nie im Stehen, ja. Vielen Dank. Gerne. Dankeschön. Das war's. Vielen Dank. Wunderbar. Ja, also ich würde mir, glaube ich, noch eine Playlist davon anschauen. Ja, ich schaue mir jetzt noch ein Video an. Ja. Und du? Was machst du? Abonnieren.